Willkommen zu Reflexionen über Pico della Mirandola, De Hominis Dignitate, über die Würde des Menschen. Nun, dieser Text erfährt in jüngster Zeit wieder einige Aufmerksamkeit, weil man glaubt, Pico della Mirandola in den Kontext des Trans- und Posthumanismus zu stellen. Bis zu einem gewissen Grade wohl zu Recht, bis zu einem gewissen Grade wohl zu Unrecht. Und ich denke, die Reflexionen, die ich hier kurz anstellen möchte, sollen aufzeigen, inwiefern hier noch mehr ein Missverständnis, denn eine Kongruenz vorliegt. Nun, zum einen höchst interessant der Text, der Pico della Mirandolasche Text, insofern er nicht nur die Würde des Menschen, sondern eben den Menschen selbst ins Zentrum stellt. Diese zunächst anthropozentrisch anmutende Dimension ist sicherlich dahingehend interessant, weil sie den Menschen als dieses, wie er sagt, sogenannte Bewundernswerteste nicht in einer Banalität fasst, sondern vielmehr als eine Zwischennatur, nämlich man könnte auch sagen, als eine Natur, die eben sich selbst übersteigt. Aber eine Natur, die darin, in dem sie sich selbst übersteigt, eben gerade wiederum eine Art Zentrum darstellt, nicht nur des Kosmos, sondern eben auch der Bewundernswertigkeit der Dinge. Nun, der Mensch als das Wesen ohne Eigenart und gerade darin als das Bewundernswerteste. Das heißt, wir haben hier zunächst eine Art Bewunderung, die sich wirft auf eine Leere, auf eine eben Wesenslosigkeit, die sich aber gerade dadurch in ihrem Wesen bestimmt. Das mutet jetzt vielleicht noch ausreichend, man könnte sagen, kompatibel zum Kontext des Trans- und Posthumanismus an, wenngleich dieser in seiner Bezeichnung des Trans und des Post, also des Über- und des Nachmenschlichen, ja den Menschen doch gleichsam wiederum aus dem Zentrum verrückt. Das heißt, in dieser Anthropozentrik, welcher der Text hier doch im Grunde vom Beginn weg ins Zentrum der Überlegungen stellt, haben wir doch eine gänzlich differierende Ausgangslage und das gilt es in einem ersten Passus sich eindeutig vor Augen zu führen. Dann wiederum zweitens jetzt diese signifikante Umkehr. Die Wesenheit des Menschen, sie bestimmt sich durch die Selbstbestimmung des Wesens. Also diese Leere, die zugleich zur Fülle wird, das Bewundernswerteste, welches in seiner im Grunde Gehaltlosigkeit gerade zur Qualität der Möglichkeit von Gehalt wird. Dies eine der wesentlichen Dimensionen, die hier den Menschen eben als das Plastische, als das Poetische, das heißt sich selbst modifizierende Wesen begreift, also das Wesen, welches sich bezüglich seiner eigenen Wesenheit wesenhaft als dasjenige bestimmen kann, was es sein soll. Diese Unbestimmtheit hin zur Selbstbestimmung als eine poetische Selbstbestimmung ist natürlich ein Modus der Freiheit. Auch hier im Grunde zunächst eine vermeintliche Kompatibilität zum Trans- und Posthumanismus, nämlich diese Selbstbestimmbarkeit des Menschen, der sich eben als diese Unbestimmtheit begreift, aber indes im Zuge der Freiheit. Ist es denn nicht so, dass die Trans- und Posthumanisierung, wo sie sich nun im Kontext der Algorithmisierung der Dinge, also der Automatisierung durch die künstliche Intelligenz, vollziehen solle, vielmehr einer genuinen, fundamentalen Unfreiheit aussetzt? Nun, man könnte sagen, eine freiwillige Unfreiheit. Dennoch, hier liegt eine grundsätzliche Paradoxie zum Text vor, der sich offenkundig in dieser Selbstbestimmung auf die wesenhafte Freiheit des Menschen hin zu seiner Selbstbestimmung beruft. Drittens kommt hier eine weitere wichtige Komponente hinzu, die auch wieder nur vermeintlich am Trans- und Posthumanismus rührt, nämlich dasjenige, was gemäß Pico der Mensch dann in seiner Selbstbestimmbarkeit im Grunde will. Denn was will er? Er will nichts anderes sein als wie der Vater, das heißt der Gott. Hier nun die Nähe wäre zu sagen zur Vorstellung einer posthumanistischen Superintelligenz, etwa im Rahmen der Überlegungen einer Singularität, wie sie angebracht würden. Nun, das hieße dann im Kontext der heutigen technologischen, technozentrischen Narrationen, der Mensch überschreitet sich selbst in dieser Selbstbestimmbarkeit, die er eben wesenhaft innehat, um dann in der Singularität, das heißt im Stadium, wo die Technologie den Menschen selbst hinsichtlich etwa ihrer Skalierbarkeit überschreitet, dass er dann mit ihr verschmelzt, weil im Grunde nur noch in dieser Exponentialität der Technologie eine Art Möglichkeit besteht, sich auf die Wirklichkeit adäquat zu beziehen, weil eben sie im Grunde in einem allzu starken Maße beschleunigt ist, dass der Mensch dazu selbst noch imstande wäre. In anderen Worten, er wird im Grunde gezwungen sein, sich mit der künstlichen Intelligenz zu verschmelzen. Dies eine mögliche Deutung der Singularität. Und in dieser dann würde etwa diese Superintelligenz, die gleichsam emergent aus den physikalistischen Bedingungen des Seins entsteht oder aus den Relationen des Deep Learnings der Algorithmen, vielleicht auch als eine Art Internet-Gott, da entstünde dann eine Art neue Gottheit, ein Gott, der dann etwa im Bund mit dem Menschen, den er
durch dieses Uploading zu sich selbst, auf der Basis des Uploadings der neuronalen Strukturen, also zu sich selbst hinauf erhöbe in den totalen Informationismus, als solcher dann zum kolonialistischen Medium würde, um die ganzen Bedingungen des Seienden zu erobern. Also diese Art eines Gottes der totalen Herrschaft über die Dinge, ja, das dann, man könnte sagen, die Radikalisierung der totalen Seinsvergessenheit auch im Sinne Heideggers wäre. Gut, auch hier wieder zunächst eine Art Parallele, die scheinbar mit dem Text kompatibel ist, insofern ja eben der wesenhaft auf die Selbstbestimmung hin determinierte Mensch sich als als das Ziel seines Willens bestimmen könnte, welches eben der Gott wäre. In der Tat aber, und hier nun die Inkompatibilität, zeigt der Text gerade auf, dass diese Gottheit nicht etwa diese potenziell technologische Gottheit wäre, sondern natürlich nur der eine Vater, nämlich auch der trinitarische Vater, wie der Text eindeutig bezeugt, also der christliche Gott sein kann. Das heißt, was der Mensch als Ziel seiner Bestimmung im Wesentlichsten will, ist, er will das Heil des Gottes, der er sein will. Und dies kann nur wiederum der eine wahre Gott sein und nicht der technologische Gott, der über bestimmte Möglichkeiten verfügen könnte, sofern er denn jemals real wäre, aber natürlich unvergleichlich ist, auch rein definitorisch, zu dem einen wahren Gott, der eine wahre Gott sein kann, auch qua Definitionem, das heißt qua seiner selbst. Das heißt, die radikale Selbstwerdung des Menschen aus der Freiheit, die er wirklich will, kann nur die Freiheit auf den wahren Gott hin sein und nicht den künstlichen Gott, wenn man so will. Und dies ist die wahre Bestimmung, in welcher eben, und da ist wieder der Text stark, der Mensch auch das sein soll, was er sein will, und sein will, was er sein soll. Das heißt, hier gibt es eine intrinsische Teleologie. Der Mensch ist daraufhin bestimmt, wie Gott, wie der Vater oder Gott gleich zu sein, mit Gott ähnlich zu werden, eine alte platonische und aristotelische Figur, die natürlich dann im Christentum und auch im Neuplatonismus eine bestimmte weitere Ausprägung erfahren hat. Aber daraufhin ist dieses menschliche Wollen angelegt, weil eben nur da tatsächlich das Heil zu finden ist. Und da ist dann der Mensch auch mehr als die Engel. Und nur als vierte Komponente, und das ist auch wieder entscheidend, man würde sagen, der Trans- und Posthumanismus als eine radikale Konsequenz auch des postmodernen und poststrukturalistischen Denkens hat natürlich mit den Kategorien des Abendlandes gleichsam aufgeräumt. Es ist eine Art Tabula Rasa auf der Basis der totalen Negation der bisherigen Werte, der Negation der bisherigen Gewissheiten, wie sie in den letzten 150 Jahren erodiert sind. Und in diese und auf diese hin entfesselt sich nunmehr dieser Wille zur Macht der Technologie bis hin selbst zur Gottwerdung des plastischen Menschen. Tatsächlich aber zeigt der Text hier einmal mehr wieder eine ganz andere Note, natürlich eingebettet im Kontext der abendländischen Denktradition, nämlich dass dieser Weg, diese Theosis, diese Gottwerdung des Menschen, die eben der selbstbestimmbare Mensch tatsächlich auch dazu befähigt ist, sie zu erreichen, geht über die Philosophie. Denn der Text bestimmt oder sagt eindeutig, der Philosoph ist ein himmlisches Wesen. Er ist derjenige, der daraufhin ist, wie Gott zu sein. Wir könnten auch sagen, eine Art Heiliger des Logos. Und zwar eben durch eine Kultivierung, wie der Text dann sagt, nämlich zum einen der Liebe, zum anderen des Geistes und zum dritten des Urteils. Und dies führt dann dazu, dass eben eine ganz konkrete Moralphilosophie verstanden zum einen und dann konkret praktiziert wird hinsichtlich der Kultivierung der Liebe. Dass zum anderen hinsichtlich der Kultivierung des Geistes eine ganz bestimmte Dialektik, durchaus in der platonischen Tradition, zu kultivieren ist. Und drittens, hin auf die Möglichkeit der wahren Urteilskraft, eine konkrete Naturphilosophie. Das heißt, wenn wir Pico folgen wollen, dann führt die Gottwerdung des Menschen nicht durch eine Cyborgisierung oder durch eine Verschmelzung mit Algorithmen, sondern vielmehr dadurch, dass der Mensch lernen muss, Philosoph zu sein. Und das heißt, dass er lernen muss, ein Ethos, ein Logos und man könnte sagen, eine Art Ontologie zu kultivieren in seinem Denken. Und nur da ist er auf dem Weg hin zur Theosis. Und nur da kann er, wenn man so will, einer konkreten Vita Contemplativa auch entsprechen, hin auf den Vater. Und in diesem Sinne hin auf das je von ihm Intendierte. Und zum Ende hin schließlich. Interessant der Text auch hinsichtlich seiner Ausrichtung dann später auf die sogenannten 900 Thesen, zu welchen die Rede über die Würde des Menschen ja eine Art Vorrede ist, nämlich eine vollumfängliche Philosophia perennis,
eine Art holistische Bezüglichkeit auf die ganze Tradition. Weil Pico glaubt, dass nicht nur die christliche Philosophie als solche genau diesen Weg dem Menschen im Grunde bereitet hat, sondern dass sich Züge dessen in der antiken Philosophie zum einen, zum anderen aber auch in der arabischen Philosophie, und das heißt in diesem Sinne auch im Islam, darüber hinaus, aber genauso in der Kabbalistik oder in den orientalischen Weisheiten findet. Das heißt, Pico versöhnt hier, man könnte sagen, in einer Art Weisheitslehre der Jahrhunderte, die Philosophie mit der Theologie hin auf das wahre Ziel, hin auf die wahre Bestimmung des Menschen, die eben faszinierenderweise ja gerade konvergiert damit, was der Mensch in Freiheit zu seiner Selbstbestimmung auch will. Aber dies nur im Kontext dessen, desjenigen Seins, durch welches er auch bestimmt ist, nämlich durch den einen wahren Gott und nicht durch eine perverse Phantasmagorie, wie sie heutzutage herrscht.